Operation Blutbad Team. Das heißt, das nächste, ja, nächste Teamaufgabe steht an. Da ist dann auch Daisy dabei. So. Wer ist denn da noch mit dabei? Na, schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Also wessen Geschichte da fortgesetzt wird. Obwohl teilweise ja auch dann noch mehrere Geschichten so ein bisschen fortgesetzt werden. Hallo? Sekunde, jetzt zickt hier gerade wieder irgendwas mit meinem Gamepad. Irgendwas stimmt immer mal wieder mit meinem Gamepad nicht. Was ist denn hier? Hä? What's going on here? Doch, jetzt geht's. Finde, das sieht immer aus wie ADM, nicht AOM. I'm game for destroying a legion anything. I second that. Depends what is in this laboratory. General Winter Research and Technology. Let us stain the tile grout with Legion blood. That was evocative. Well, the lab is on your map. Have fun, you three. Also Braddock, Daisy und Mr. Freeze. Wie heißt er nochmal? Geht sein Name nicht dran? Yeti, so rum. Oh, und sie haben die. Moment. Sie haben die Teamanzüge an. Sieht man es mal so ein bisschen. Oh. Nur so mittel. Useful. Aber ich kann ja Yeti mal benutzen. Habe ich jetzt eine Weile nicht mehr gehabt. Irgendwas ist mit der Y-Taste nicht in Ordnung. Doch, jetzt. Nein! Nervös geworden. Nervös geworden. Intruders, this is lead science research bot PB74. Please evacuate the laboratory. I killed you, no? No, that was PB49, Pride Tech's barracks captain model. Don't think I've killed a PB49 before. Think I maybe killed a PB33 once. It was discontinued years ago due to a system error that rendered it only capable of playing rap rock. Now, please leave. What is wrong with rap rock? But we don't got time for that now. I love a good blood. Right bear. Where we want it. Now I'll take the blood. Unauthorized access in progress. System breach occurred. Daisy, please explain what is wrong with rap rock. Rock and roll riffs with streetwise beats, best of both worlds. It's like gin and scotch. I love them both, but together they taste like rhino piss. Also, who listens to rap rock anymore? Outside of maybe like Marines. Hell you talking about? I'm a Marine, and I don't listen to rap rock or rap rock. I listen to smooth jazz. Oh, 'cause that's so much better. Look. Yeti, go rock out to your rap rock. Braddock, go groove to your smooth jazz. I'm gonna listen to the sweet music of Legion Brain splatter in the walls. Security, please report. Braddock hatte ich auch schon lange nicht mehr. Nehmen wir die nochmal mit rein. Jetzt wäre ja ein paar Levelaufstiege hier hinterhergeschmissen. Töte alle Feinde. Geht mal, Gegner, da haben wir was gemeinsam. Ihr habt die gleiche Aufgabe.
Aber ihr werdet sie nicht vollenden können. Wo ist denn der? Ich muss jetzt bei diesen Gebäuden ständig an IKEA denken, weil die halt alle so gleich gebaut sind. Und wenn ich an IKEA denke, muss ich natürlich auch immer sofort an das leckere Essen da denken. Das leckere Chemie-Essen. Und hab's natürlich sofort Hunger! Looks like they're making mini ice barrages. Very observant. What is your plan? It is far too complex for your crude soft tissue brain to comprehend. What's that supposed to mean? Precisely my point. Smug robot motherfucker. I'ma show you what this human and her soft tissue brain can do. Hold on to your asses. Weißt du was? Fragen wir doch einfach mal Daisy. What would Daisy do? Zumindest nicht vom Abzug runtergehen. Oh, shit. Haben wir denn noch Braddock? So. Braddock's Mayhem ist bereit. Ja, Ionenkanone funktioniert auch im Keller, was soll's. Egal. Ich habe mich verteidigt. Irgendwo ist noch ein Geschütz da. Das sind die neuen Plasma-Granaten. Jetzt kommen die blöden Geschütze aber gar nicht an mich ran, oder? So, das ist dann zweimal hintereinander das Ding, okay. Mein Gott, wie viel halten diese Geschütze aus? Das ist der Wahnsinn. Ah, das sind irgendwie Minen, oder? Das sind Minen. Access to room exits has been denied. Unauthorized access has occurred. Come on, let's play again. Reinforcements are needed to protect the base. Moment. Manchmal so viel los, dass man ein bisschen die Übersicht verliert. Zack, das war das. Ich will doch nur mal kurz hacken. Unauthorized access in progress. Attempted system breach detected. System breach occurred. Now tell us about that plan of yours, Mr. PB74. Fine. Are you familiar with ice cream makers? They are quite popular. Yeah? Well, we will be holding an ice cream maker giveaway in Central Seoul. But when the unsuspecting public turns on their machines, instead of perfectly churned sweet treats, there will be icy blasts of frozen death. Icy frozen death? This is not the purpose of General Winter.
I will crush you! Do not let the captain fall to mayhem. Icy Frozen Death. Ich habe gleich Lust auf ein bisschen Eis. PB74, this whole plan, I don't get it. I mean, those things, they look nothing like ice cream makers. Yeah, where the hell the heavy cream go, man? Also, what about the internet? After the first incident, word will spread fast. No one will use your machine. Look, it is a great plan. I am only sorry you three lack the vision to appreciate its true grandeur. Okay, whatever. Let's just kick his ass and torch his stock. Der Nahkampf, den er auslösen kann, der ist aber schon geil. Also besonders wenn viele Gegner in der Nähe sind. Hier diesen Frost-Nahkampf. Wenn die Waffe recht schnell aufgeladen ist. Und das geht ja jetzt auch deutlich schneller. Ich hab's ja hier angepasst. Ja, die macht nämlich richtig Bums. Das Einfrieren sogar von Vorteil. Aber hallo. Oh, habt ihr euch ein bisschen verlaufen? Gute Nacht. Looky, looky, looky! What's all this? Ice cream makers. Or should I say, alleged ice cream makers. Should we liquidate his inventory? Hell yeah! Say, what are you doing? Stop that. Also in der Kombo, wenn die Waffe so schnell auflädt, und man dann den Nahkampfangriff machen kann, das ist schon wirklich gut dann. Und tschüss. Die Frage, wie ich da hochkomme. Achso, zum Beispiel mit dieser Treppe. Ach, was für ein Wunderwerk der Technik. The chaos continues. Schedule. Good thing we can afford to absorb the fiscal loss. Die KI-Gegner sind echt niedlich. So, jetzt reicht aber langsam mal hier. Aber Stufenaufstiege kriegt man hier recht hinterhergeschmissen. Dafür ist es immer noch mal ganz gut, diese Teams dann zu haben. Wo denn noch? Wo denn noch? Wo denn noch? Wo denn noch? Ich wollte eigentlich nicht nach ganz oben. Alter. So, jetzt aber. You are proud of yourselves, I am sure. But we will ramp up production. We will be back on track in no time.
You will see. So, nochmal Braddock nehmen, ja, oder? Weil hier mal ein bisschen durchgewechselt haben. Braddock dachte ich erst, dass sie mir wirklich gut gefallen würde als Figur, aber inzwischen habe ich das Interesse daran verloren, weil sie, nee, so cool ist das doch nicht mit dem Pulsgewehr, also den Feuerstößen. Nö. There you are, Dom-Doms. You handled yourselves laudably, but your journey ends here, I am afraid. Combatant sighted. I know right where their weak points are. Cannot fly. I feel nothing. I will not weaken. I cannot fly. You pity? You will be dead soon. You will never witness my master plan in action. I am strong. Let us negotiate, huh? How about a free ice cream maker? I cannot fly. Die! God damn it! Die! Oh, shit. Sterbe ja ich. That's one retired PB-74 unit. Now who's up for cards? Last line. Do you have three? None of your damn business what I got. No. See, if you got a three, you gotta give it to him. Fine, whatever. Go fish! No, that's not when you're supposed to say go fish. Do you guys not understand the rules? Maybe you are not good at explaining rules. Whatever, I quit. These motherfuckers starting to stink anyway. Sie meinten die Sache also wortwörtlich mit dem, jemand Lust auf Karten spielen. So, haben wir nur noch einen Helden, der noch nicht dabei ist. Ich glaube, gehen wir kurz ins Ark. Oder? Schauen wir mal kurz rein. Ne, tatsächlich. Dann düsen wir mal hoch ins Ark. Redcard here reminding you that there are lots of ways to explore your body, and most of them are illegal. Danke dafür. Warum? Persephone would like to see you. Oh, okay. Same. These days, they'll give it to anyone. You don't even necessarily have to possess any discernible talent. Take your next target, for example. Of all Legion's vile lieutenants, none is more annoying than August Gaunt. His music alone terrorizes millions of people. Yet the world's youth can't get enough of him. Gaunt was able to buy his way into Legion. A place he could perfect his technological marvels.
And as long as the Ministry of Pride gets its cut, Dr. Babylon will overlook his extravagances. But the clock has struck midnight for Mr. Gaunt, Agent. It's time for you to put an end to his party. So, nichtsdestotrotz gucken wir mal kurz jetzt hier rein. So, da müsste man jetzt tatsächlich sich durchkämpfen. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Da ist der Haupteinsatz. Den könnte ich machen. Können wir noch hier was upgraden? Alter. You chose a fine day to come by. Ja, das können wir aber auch on the run machen. Dann würde ich mal sagen, stellen wir uns gleich mal unsere Truppe zusammen. Ah, vielleicht kann ich ja hier noch was hochpushen. Zack, herstellen. Nee, das brauche ich nicht. Und Legion-Technologie gibt es nichts Neues, ne? Nö. Okay. Die ist Boss. Hab ich hier noch was freigeschaltet? Beziehung. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Daisy eine permanente On-Off-Beziehung mit Hollywood führt. Ach, ich dachte, okay, dann ist sie B. Er nimmt diese jedoch ernster als sie. Daisy übt außerdem schlechten Einfluss auf Jewel, aus. Die beiden veranstalten immer öfter einen Mädchenabend. Aha. Hier, in der Nacht des Teufels, haben wir bei Fortune noch. Fortune war beim Gruselkarneval. Einer großen folkloristischen Kostümparty in der kolumbianischen Stadt Bucaramanga. Dort hat sie den einen oder anderen Mimosa zu viel gebechert. Nee, Mimosa, so rum. Kenne ich gar nicht. Dann haben wir hier Jewel in der Nacht des Teufels. Jewel hatte sich mit ihrer Familie in Araba versteckt, einem kleinen Dorf in den Dolomiten. Nachdem sie im Fernsehen Nachrichten über die Nacht des Teufels gesehen hatte, begab sie sich sofort nach Mailand, um sich dem Widerstand anzuschließen. Ihre Beziehung über die gemeinsame Faszination von Technologie und den neuesten Gadgets ist Jewel zu einer engen Verbündeten von Gremlin geworden. Außerdem hat sie mit Friday eine kleine Stickrunde gegründet. Die beiden sind hoffnungslose Klatschweiber. Sehr süß. So, Hartek hat noch in der Nacht des Teufels freigeschaltet. Hartek war der Hauptbootsmann der USS American Eagle, als seine Flotte in der Nacht des Teufels von Marcus Longinus angegriffen wurde. Schwanz des Longus. Er verlor in diesem Konflikt mehrere tausend seiner Kameraden. Und das wird er nicht allzu bald vergessen. Dann haben wir hier Beziehung. Auch wenn seine Kollegen ihn mögen und respektieren, ist Oni lieber alleine. Wenn man bei Mayhem am ehesten als Freund von ihm bezeichnen kann, ist Kingpin. Dann haben wir Rama. Rama in der Nacht des Teufels. Rama arbeitete gerade im Zentrum für virale und respiratorische Erkrankungen in Mumbai, als die ersten Seuchenopfer eintrafen. Bis zum Morgen wurden über 2000 Todesopfer gemeldet. Dann haben wir Redcard in der Nacht des Teufels. Sein geliebter FC Rüdesheim spielte gegen seinen Erzrivalen, den SF Erfurt. Natürlich war Redcard dort und biss einem gegnerischen Fan das Ohr ab. Mit Claymore verbindet Redcard die gemeinsame Liebe für das wundervolle Spiel. Ob er und Fortune eine Beziehung am Arbeitsplatz führen oder nicht, davon muss sich jeder selbst ein Bild machen. Was? Der mit Fortune? Okay. Not sure what I think about that. Oh, hier. Persephone's Story. Teil 2 und 3. Teil 3 freigestellt. So geil, dass die Sachen einfach dann irgendwie mit dabei sind. Aber gar nicht irgendwie groß erwähnt werden.
former Legion Force presidents and prime ministers to bend the knee. They expected a new world order, but the Morningstar, he had other plans. Apocalypse, annihilation, the end of times. Though we were ministers of his inner circle, the Morningstar kept us in the dark, except for Dr. Babylon. Long ago, he discovered the secret of dark matter and the crystals that channel its cosmic energy. Now, he was fabricating a crystal of unimaginable power. Power to transform the Morning Star into a god. To destroy not only our world, but reality itself. How I uncovered their secrets, I will not say. But I made my own arrangements. And my command of the Ark gave me the perfect escape. So I put an end to Dr. Babylon's little science project and started a war to take back this world from Legion. Aha. Also die Ark ist sogar von Legion geklaut, das ist ja geil. With the Ark in my possession, I could go anywhere in the world. From the bottom of the ocean to the peaks of the Himalayas. And Legion could do nothing about it. As I indulged my appetite for world travel, the others asked how my dear husband failed to stop my treachery. I never told him what I learned about the Morning Star. And so my darling husband destroyed my one true eternal love. The place I held most dear in my heart. Even I could not foresee his monstrosity. My intention was not to run from Legion, but to fight. I had the expertise. I had my wealthy patrons. I had a mobile fortress. All I needed was an army to wipe Legion off the face of this earth. And this is how mayhem was born. Da waren jetzt aber noch andere Helden zu sehen, ne? Also, vielleicht irgendwelche DLC-Helden oder so. Taucht noch andere Figuren auf. Gut, dann würde ich mal sagen, die nächste richtige Story-Mission gegen den Gaut, die machen wir in der nächsten Folge. Jetzt haben wir ja doch wieder einiges gesehen. Also, bis dahin. Jetzt schaue ich mal ganz kurz, wo wir eigentlich sind in der Kampagne. Show me. Einsätze. Ne, Moment. Soul-Fortschritt. 39 von 57 Einsätzen. Das ging jetzt doch recht, recht flott. Also über die Hälfte haben wir jetzt schon gemacht. Und der Großteil, der jetzt noch so kommt, sind dann doch eher richtige Story-Missionen. Was ja ganz cool ist. Die Lieutenants haben wir noch nicht so sehr besiegt. Ein bisschen was, aber noch nicht so viel. Hier haben die Stufe passt. Ach, warte mal, bevor wir jetzt hier losrennen, können wir nochmal. Wo waren das? Ist das hier bei ihm? Where have you been keeping? Nee. Nee, bei ihr auch nicht, oder? Nee, bei ihr kauft man hier nur das Zeug und da ist noch nichts freigestellt. Ah, das ist eine Etage höher. Hier ist das. Können wir noch mal ein bisschen Geld ausgeben. Ich habe auch nicht viel, ne? 61.000 ist ganz schön wenig. Das reicht noch nicht, um auch nur eine Sache zu kaufen. Krass. Ja, krass, was ist denn da los, ey? Ja gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge geht's hier risch weiter mit der rischen Mission. Einsätze. Zack. Also, bis denn. Tschüss.